Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Aber ich sehe Microsoft's Takeoff, okay. Ready for Takeoff. R-E-D-E-Y. R-E-D-Y, ready. Ja. Es wird morgen auch für mich ein sehr anstrengender Tag. Das hätte ich jetzt. Weil bis wir fertig sind, ist es dann wieder 8:30. Und um 12 kommt dann nämlich dann mein Paps vorbei. Wir gehen dann noch kurz was. Wir wollen dann noch eine Kleinigkeit machen und dann 4 Stunden Schlaf, dann geht's auch schon wieder weiter. Ah, okay. Wow. Mann, Daniel, mach mir doch nicht so einen Schock, dass ich in die Leitplanke fahre. Die Kleine ist eine Chihuahua, Jack Russell, Corgi, Mix. Oh, schön. Die Große ist ein tschechischer Wolfshund. Mix. Oh. Also, bei dem ersten kann ich mir was vorstellen, bei dem zweiten aber noch nicht. Ich kann das nicht runterladen. Den Emoto, okay. Ah, dann ich schicken dir. Dann passt das. Wenn es nur der ist. Machen wir unser. Dann passt das ja. Transfervolumen erschöpft. Matt. Ah, jetzt ist neben mir noch ein LKW. Mann. So, die Sonne geht gerade unter. Cool. Ja, nur der fehlt. Alles klar, Fanta, dann machen wir das dann ja. Wie gesagt, das ist ja kein Problem. Ach, und falls es dich interessiert, wir sind bald mit der Achterbahn fertig, ne? Also LS22 Silverrun Force ist bald fertig. Diese Woche ist, also wie gesagt, heute. Hoppala! Hat das Getriebe sich gemeldet. Die Woche kommen noch die Folgen raus. Und dann ab Montag geht's dann quasi weiter. Also ein paar neue aufnehmen. Und dann können wir gerne mal gucken, dass wir vielleicht eine andere Karte dann zocken. Ja. Also wie gesagt, wir können uns ja gerne noch mal eine andere Karte angucken, weil wie gesagt, ich wollte die Silver Run Forest, will ich ja nur bis maximal 50 Folgen machen, bis wir alles fertig haben. Dann ziehe ich den Spielstand runter, lasse ihn hier auf meine externe Festplatte liegen und dann, wenn wir ab und zu mal Lust und Laune haben, können wir gerne das Ganze nochmal zocken. Das ist ja kein Problem. So. Genau. Also. So, vorne muss man rechts. Jawohl. Und der Pillar. Boah, ist das dunkel, ey. Also ich glaube, ja gut, sagen wir so, ich habe jetzt noch, wann war ich denn bei Pavel im Stream letzte Woche? Ich weiß, dass ich bei ihm im Streamchen war und habe dann auch nachts ein bisschen an der Forstmap weitergemacht. Habe quasi nur Bäume weiter transportiert, aber ja, da habe ich das alte Sägewerk noch weiter beliefert. Auch nicht schon wieder. Ah, Junge.
Was ich lieb, das neckt sich, ja? Oh, einmal für euch. So, was hast du mich gefragt? Hast du alle CDs? Ja, ich habe alle Karten-DLCs von ETS. Ich habe fast alle Tuning-Packs. Paint-Jobs habe ich so gut wie keine. Ich habe Spezialtransport. Ja. Also wenn du bei mir auf Steam... Du kannst ja bei mir bei... Gib mal den Befehl Ausrufezeichen WOT ein. Dann kommst du bei meiner World of Trucks Seite. Und dann habe ich... Dann kannst du von dort auf mein Steam-Profil zugreifen. Und da hast du auch dann die Übersicht, welche DLCs ich nämlich habe. Kartenmaterial habe ich wirklich alle, auch den Spezialtransport. Tuning, DAF-Tuning, Scania-Tuning, Mercedes-Tuning, Michelin-DLC. Nicht ein Wort, ein Ausrufezeichen, BOT. So, hab die Mod. Ah, alles klar. Hast schon gefunden, ne? Weil, wie gesagt, ich wollte ja den Büro, das jetzt zum Beruf machen, was geht aber leider nicht, aber ja. Fahren wir halt trotzdem so. Ja. Ja, das könnte hinhauen. Hessen Santa Abend. Muss mich erst dort anmelden. Eigentlich nicht unbedingt. Wenn du... Gibt's auf der Seite nicht irgendwie, wo du einen Firmenpool hast? Warte mal, ich klick mal drauf. So, da ist was passiert. Genau. Also wenn da steht Seite nicht gefunden, gehst du gerade unten einfach auf die Firmenliste. Ja. Und oben rechts steht dann so ein Suchbegriff. Da gibst du einfach das Kürzel NTG ein. Dann dürfte das eigentlich schon... Genau. Ja, es ist ein bisschen blöd, ich weiß jetzt, was ich da, aber das ist halt der Link von der Speditionsseite, den ich einfach nur rübergeladen, eingefügt habe. Mehr ist das gar nicht. Warum der so ein Problem daraus macht, naja. So, Hessen-Sander, mein Lieber, schönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hattest einen schönen, ruhigen Tag gehabt. Der liebe Daniel hat nämlich den Server fertig. Und am Mittwoch ist es dann soweit, dass wir dann nämlich dann auf dem Konvoi dann nämlich fahren. Auf dem Server. Oh. Dann bist du schon der Zweite. Matt hat auch keinen guten Tag heute gehabt. Speed V ist gut, sag ich nichts dagegen, aber ich bin kein Fan... Ich hatte ein Backup gehabt. Und das Backup haben die natürlich auch gespeichert. Nur war das Problem, dass die gesagt haben, die haben von mir kein Backup. Können es auch nicht hochladen. Obwohl es da drin steht. Johannes, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Ach, immer noch am Arbeiten. Wow. Matt sagt dir ja. Speed V war vorher noch was anderes gewesen. Wie heißt denn diese andere
virtuelle Firmenseite. Die hat aber dich gemacht. Nee, Netrucky. Herrschaftszeiten. Ah, die war ich. Boah. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich war bei 5 verschiedenen Verwaltungssystemen und wie gesagt, Trucker's Book war für mich jetzt einer der besten. Weil, wie gesagt, ich benutze das ATS2 Telemetrie. Wo ich sagen kann, weil ich würde gerne hier in dem Bild nichts drin haben wollen, ja, außer jetzt meine Kamera und die Equipment, ne? Da ich ja sagen kann, hey, pass auf, ihr wollt was, da steht was. So, das habe ich mir aus meiner ATS2 Telemetrie quasi rauskopiert und selber auf mit Hilfe vom dem Jürgen, der mir da das ein bisschen programmiert hat oder eingestellt hat, zusammengestellt. Alles klar, Lukas. Danke dir. Also von daher. Es gibt auch ein schönes Tutorial mit der CSS-Programmierung und den HTML-Datei, dass das so gelesen wird. Und ja. Also ich saß da wirklich auch. Wann war das? Vorletzte Woche. Nach dem Stream, 4 Stunden, oder ich weiß nicht, 5,5 Stunden haben wir gestreamt. Ich konnte einfach nachts nicht schlafen, weil ich wollte, ne, wenn du was anfängst, dann muss das fertig sein. So einer bin ich halt. Das ist wirklich witzig. Und nebenbei habe ich dann noch bei Pavel im Stream gewesen und da habe ich das dann alles gebastelt. Und ja, am Ende ist halt dies dann entstanden. Ich bin zufrieden damit. Klar hätte ich lieber noch meinen Tageskilometer drin gehabt, aber ja. Aber mit Halloween, wie gesagt, ich fahre ETS OMSI 2 und dann werden wir auf jeden Fall Final Fantasy da auch weiter zocken. Vormittags das Event und und dann abends werden wir dann ein gemütliches Final Fantasy machen. Weil am Samstag wird es bei mir auch so sein, dass ich erstmal die ganzen Videos hier am Schneiden bin. Und dann mal gucken. Bei Level 17 habe ich mittlerweile erreicht. Oh, okay. Super. Das freut mich. Ich weiß ja, vielleicht, heißen Sander, ob du die Bilder mitbekommen hast, die ich vorhin noch beim Discord gezockt habe von der Tour gestern. Es war ganz schön aufregend, das kann ich dir sagen. Ey. Das war wirklich eine Tour. Also, die KI hat mich gestern ganz schön gefordert, ey. So, wie viel haben wir denn? Ach, 1300 Kilometer, wow. 1300, ey. Weil an sich, also, sagen wir so, normalerweise gehört zu Halloween eigentlich kein OMSI 2. Ja,
Ja, weil Halloween ist so reines Fantasy, also für mich reines Fantasy-Spiel, ey. Aber gut. Kann man ja machen. So. Ja, wie gesagt, gegen 12:30 werden wir dann uns dann noch das weitere Hörspiel angucken, was wir gestern angefangen haben. Ich glaube, wir haben noch 1,5 Stunden, bis es zu Ende ist. Und zwar zum Reise. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und dann schauen wir einfach mal. Ist eigentlich sehr spannend. Fände ich auch sehr ein bisschen entspannt. Und oh. Ich habe ja sogar am Samstag. Letzte Woche, Samstag, Star Wars, das dunkle Labyrinth und Star Wars Aufstieg von Darth Vader nochmal angehört. Ist einfach spannend. Ist einfach spannend. Ich muss mit dem unbedingt in die Werkstatt, ey. Kann ich nicht sagen. Glaube ich dir. Ja, deswegen mache ich auch das Ganze. Ich höre mal gern immer diese Delta-Wellen-Musik an, ne? Von YouTube, wenn ich Kopfschmerzen habe. Zum Beispiel gestern. Gestern vor dem Stream habe ich ganz schön große Kopfschmerzen gehabt. Und kaum habe ich eine Tasse Kaffee getrunken, war der Schmerz wieder weg. Also irgendwas, ja. Immer ist dieser Koffein der Schuldige da. Vor allem, wenn ich an Horror steht, das. So arg gucke ich nicht auf die Beschreibung. Ich höre mir die ersten Stunde an, wenn ich dann kurz einig, dann ist es gut. Und wenn ich weiß, ich kann nicht schlafen, dann ja. Dann passt es schon. Dann höre ich gerne auch mal richtig hin. Digga, was wird es? Was wird es? Was wird es? Na, diese KI da. Ja, aber gegen. Ich meine, was machen gute Hörbücher aus? Dass du gut einschlafen tust oder dass sie dich wach halten? Ich finde eher beides. Wenn
wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen.